Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video beim wohl unzuverlässigsten veganen YouTuber Österreichs. Im heutigen Video geht es nicht unbedingt um vegane Ernährung, nein, ich starte ein Projekt, ich werde nämlich die Karwendel durchgehen und was ich da so equipmenttechnisch mitnehme, möchte ich euch zeigen, denn ich möchte eine kleine Videoserie draus machen, sprich ich möchte 3 Tage, was ich oben bin, Bilder aufnehmen und euch einfach mitnehmen, weil ich da einfach Bock drauf habe. Ich würde sagen, fangen wir mal an, was ich mitnehme. Und zwar nehme ich eine Isomatte mit. Das ist eine ziemlich coole. Die ist aufblasbar. Zeige ich euch mal ganz kurz. Ist by the way alles keine Werbung. Ist nur so sagen, was ich noch zusammengesucht habe. Kann man hier aufmachen, Luft reinlassen, Luft rauslassen. Funktioniert, denke ich, ganz gut. Ich habe es noch nicht probiert. Werde ich dann auf der Tour machen. Dann gehört natürlich ein Schlafsack dazu. Dafür habe ich den. Ist bis minus 23 Grad, kann man drin pennen. Geht eigentlich klar. Wir haben Oktober, es müsste eigentlich noch nicht so kalt sein, weil halt Anfang Oktober ist. Dann, was ich bei, wenn ich draußen unterwegs bin, eigentlich immer dabei habe, ist mein nettes Messer. Und ja, dann noch etwas, wo einige vielleicht lachen, und zwar ein Poncho. Ich persönlich bin einfach ein Riesenfan von Ponchos, weil ich halt einfach, Ponchos haben eine hohe Wassersäule, sie decken den Rucksack auch gleich mit ab und von daher finde ich die ziemlich super. Dann habe ich noch einen Rucksack natürlich und im Rucksack habe ich einfach, wo ich meinen Biwaksack verstaue. Und ja, das war es eigentlich, was ich equipment-technisch mitnehme. Essenstechnisch werde ich euch dann auf der Tour zeigen. Wenn ihr das ganze Projekt verfolgen wollt, es wird Anfang nächster Woche kommen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Lasst einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben. Hiermit bin ich raus. Ciao.